Wow, für den Preis ein hammergeiles Produkt. Seht euch das an, das ist ja so ein schönes Farbergebnis. Und schaut mal hier. Leute, rennt zu Action. Ich sag's euch immer wieder, rennt zu Action. Die haben richtig geile Highlights momentan am Start. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war mal wieder bei Action. Ich war länger nicht einkaufen für uns, also für einen neuen Action Haul, sondern immer mal wieder durchgelatscht, geguckt, was es Neues gibt oder mal ein Live-Haul. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut mal auf meinem Kanal. Der letzte Live-Haul war auch ganz interessant. Und wenn ihr sowas öfter haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann schaue ich, ob das machbar ist. Ihr Lieben, ich habe ein paar Teile gekauft und unter anderem auch Beauty, weil ich habe zwei Sachen gefunden, drei sogar, die mir mega gut gefallen haben, die ich austesten wollte. Und ganz interessant, da gab es einen Durstlöscher, und zwar Durstlöscher Mystery Erschmeck mich. Den werden wir auch im Laufe des Videos probieren. Und ich würde sagen, wenn du Bock drauf hast, dann bleib dran. Ich leg los mit dem Video. Ganz viel Spaß. Ja, ihr Lieben, ich würde einfach mal sagen, ich fange mal an mit, ich habe nämlich gerade wirklich doscht mit dem Durstlöscher Mystery und ich probiere den Markt. Meine Tochter hatte auch schon einen. Ihr Geschmack war definitiv Wassermelone. Bin mal gespannt, was hier drin ist. Wisst ihr, was ich tippe? Das verrate ich euch gleich im Laufe des Videos. Das gibt's nicht. Wir fangen an. Und zwar mit einer ganz neuen Neuheit. Und zwar diesem Beauty-Tool hier. Das ist ein Beauty-Star Cooling Massage Set. Ich habe es einfach nur gekauft. Ich werde die Dinger nie benutzen. Warum habe ich es gekauft? Verpackungsopfer. Und zwar, wenn du die schüttelst, dann glitzern und schimmern die. Und ich liebe es. Seht ihr das? Oh, ich liebe es einfach. Ich werde die Dinger nie benutzen. Ich muss es aber kaufen. Ich glaube, das hat 1,39 Euro gekostet. Ja, 1,39 Euro. Ihr fühlt bestimmt mit mir, Mädels, oder? Ach, wenn was schön ist, man muss das einfach kaufen, man muss das haben. Hinten steht drauf, man soll das, für die, die es benutzen wollen, 10 bis 20 Minuten in den Kühlschrank bzw. ins Gefrierfach. Okay. Ich kündige, lassen Sie ihn kündigen. Nee, da steht Kühlschrank. Okay, weil da war hier oben, das ist ein bisschen irritierend. Ist hier oben das Zeichen zum Einfrieren. Naja, auf jeden Fall tut ihr das 10 bis 20 Minuten in euren Kühlschrank und dann geht man damit einfach nur so über die Haut, unter die Augenpartien hier oben und weiß der Geier, wenn du Kopfschmerzen hast, kannst du es auch benutzen. Ich habe sowas nämlich schon, es liegt im Kühlschrank, wenn ich Kopfschmerzen habe, das sind diese Runden, dann benutze ich die ab und zu mal, deswegen finde ich die eigentlich mega gut. Vor allen Dingen, ey Leute, für den Preis, Mann, da kann man nichts sagen. Dann, das habe ich euch am Anfang des Videos schon eingeblendet, habe ich mir gekauft den Highlighter Stick. Der Highlighter Stick ist ja böse. Der ist ja böse gut, weil ich habe den ja schon auf dem Handrücken und ich habe mir auch hier aufgetragen. Ihr seht das hier und hier. Also das hat einen ganz tollen Schimmereffekt. Und alleine, Leute, schaut mal, wie der am Schimmern ist. Ich glaube, ich habe das Licht heute zu hell eingestellt. Ja, ich trage den mal hier auf dem Handrücken auf, denn da habe ich aktuell noch nichts. Schaut mal, wie schön der einfach ist. Der ist sowas von... Oh, der ist einfach toll. Das ist ein goldener. Ich denke, es gibt verschiedene Farben. Ich habe einfach den hier gepackt und war mir eigentlich wurscht, egal welche Farbe das jetzt ist. Ich weiß noch nicht, ob es da verschiedene gibt. Müsste auf jeden Fall mal schauen gehen. Und der hat gerade mal gekostet, ich glaube 1,99 Euro, wenn ich mich nicht falsch dran erinnere. Ich habe hier mein... bis ich das jetzt hier wieder gefunden habe. Kühlender Stick, Erdbeer, dies, das, Ananas. Nee, ich glaube, der war sogar unter 1,99 Euro. Auf jeden Fall war das nicht teuer. Teurer wie 1,99 Euro hat er auf jeden Fall nicht gekostet und ich finde den wirklich, wirklich toll. Der kommt zu mir feste ins Sortiment, der ist klasse. Dann habe ich auf meinen Lippen drauf, habt ihr bestimmt eben auch schon gesehen, den Contouring Lip Liner von Max & More. Der sieht übrigens so aus. Und auch der, den finde ich richtig, richtig gut. Ich habe den hier auch noch ausgepackt gelassen. So sieht er aus, wenn er den auspackt. Ich finde ihn richtig toll. Mensch, ich glaube, das Licht ist heute zu hell. Das gibt es doch gar nicht. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Ich muss das ein bisschen dunkler machen. So,
Ja, jetzt ist es wieder zu dunkel. Mann, ich brauche einfach einen Raum zum Filmen, Leute. Ich habe ja damals im Keller einen Raum gehabt. Das ist einfach Gold wert. Ich glaube, ich mache mir das. Ich habe das schon mal erwähnt. Ich mache das wieder. Auf jeden Fall, wenn ihr den aufdreht, dann habt ihr hier das Produkt. Und der lässt sich richtig geil auftragen. Ich finde den richtig gut. Und vor allen Dingen für den Preis. Ach Leute, mit dem Preis. Ich glaube, ich blende euch die Preise einfach ein. Oder im besten Falle schreibe ich euch die Preise einfach in die Kommentare. Dann seid auf jeden Fall sicher, was gekostet hat. Aber ich sehe es gerade. Ey, der hat nur 89 Cent gekostet. 89 Cent. Das ist schon eine kleine Ansage. Richtig gut. Dann habe ich geholt einen Wonderbalm für Skin, Lips, Nails. Und egal, auf jeden Fall sieht er so aus. Ich habe den bei meinem Mann auf den Fingernägel schon benutzt. Auf den, ja, heute deutsche Sprache, schwere Sprache. Sag mal, ich habe jedes Mal ein Blackout, wenn ich hier vorsitze. Das kann doch nicht sein. Die ganze Menschheit denkt doch, ich bin verblödet. Hier die Nagelhaut, Herrgott im Himmel. Der hat eine ganz, ganz schreckliche Nagelhaut. Und das habe ich ihm aufgetragen. Ich habe hier mal ein Vorher-Nachher-Foto von euch. Und es war unmittelbar davor. Also das ist schon ganz cool. Und dieser Balm ist halt ganz normal wie ein Balm. Das ist so ein festes Produkt. Wenn ihr das hier rausdrückt, dann seht ihr das. Das ist etwas fester, lässt sich aber super gut verteilen auf der Haut. Und ich glaube, ich nehme das mit ins Auto. Denn wenn ich manchmal, was heißt manchmal, wenn ich in die Drogerien fahre und meine Nägel, die sind oft sehr trocken, dann werde ich damit meine Hände eincremen, damit das im Video halt nicht so ein bisschen blöd aussieht. Der riecht auch wirklich nach nichts. Der riecht wie so ein Balm, so ein, ihr kennt den Duft bestimmt. Der riecht halt nach nichts, aber nach diesem Balm. You know what I mean. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, der ist eigentlich echt nicht schlecht. Für die Lippen will ich ihn nicht benutzen. Ich mag diesen Geschmack nicht auf den Lippen. Boah. Aber für die Nägel und für die Haut vielleicht auch nicht. Obwohl, wenn du irgendwie eine trockene Stelle hast, dann kannst du das ja irgendwie einreiben. Oder kennt ihr das? Manche haben ja hier so Elefantenhaut. Oder hier. Und da kann man das auch, glaube ich, wunderbar dort auftragen. Jo, ich finde nicht schlecht, deswegen dachte ich mir, Lisa, nimm den mal mit. Kann man immer gut gebrauchen. Dann hat sich meine Tochter das hier geholt. Das ist ein, ja, wie so ein Parfum. Das soll nach Orchid, wahrscheinlich Orchidee soll das sein. Soll 60 Tage halten. Das kannst du dir ins Auto hängen, in deinen Kleiderschrank, egal wohin. Das sind so Duftteile. Die wollte sie haben, die hat sie sich mitgenommen und ja, die riechen relativ gut. Ja, kann man nicht meckern. Gibt es verschiedene, die kosten auch nur ein Ablumpnei, 1,39 glaube ich. Dann trinke ich jetzt nochmal einen Schluck und ich verrate auch, euch auch jetzt, dass es wieder nach Wassermelone schmeckt. Ich glaube, das schmecken alle nach Wassermelone. Mhm. Wenn ihr mal zum Action fahrt und die trinkt, verratet mir, wie euer geschmeckt hat. Aber gut schmeckt der. Zucker schmeckt immer gut. Dann habe ich mir geholt, fand ich mega, mega interessant. Und zwar sind das so Pads, die du dir unter die Achseln bzw. in dein Kleidungsstück aufträgst. Aufklebst, genau. Kann ja echt ein Vorteil sein, wenn du genau weißt, oh, ich bin heute lange unterwegs. Oh, ich habe zum Beispiel, wie jetzt das hier zum Beispiel hier. Wenn du das brauchst du nicht lange anhaben. Du stinkst wie ein Schwein. Und wir wissen alle, es ist super unangenehm. Ich mache die Pads mal auf, weil mich interessieren die auch. 10 Stück sind da drin, also 5 Anwendungen. Sehen eigentlich aus wie Binden, würde ich mal sagen. Sind dünn, haben keinen Geruch, aber trotz alledem, das werde ich testen. Klebt man so rum rein oder so rum? So rum. Nee, so rum. Ich glaube, so rum. In die Klamotte, weil so wäre ja blöd, da würde man das sehen. Teste ich aus für euch, werde ich euch berichten. Das haben die aber auch schon länger, das weiß ich. Aber trotz alledem dachte ich, jetzt fängt ja die stinkische Zeit wieder an. Und auch ich habe gemerkt, dass ich irgendwie in den letzten Tagen, wenn ich gearbeitet habe, schon ein bisschen rieche. Ganz doof, weil ich benutze eigentlich von Rexona das weiße, gute Deo, so ein... Und da stinkt man eigentlich nicht so. Naja, was will man machen? Dann hat sich meine Tochter noch eine Schere geholt. Dann hat sich meine andere Tochter braucht ein Ladegerät. Das hat sie sich natürlich schon rausgenommen. Kann ich euch leider nicht zeigen. Und ich war noch bei DM. Wollte ich euch noch ganz kurz informieren, dass es dieses Produkt hier gibt. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und zwar ist das Haarfarben-Entferner-Tücher. Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht, weil...
Ich habe mir auch passend Farbe gekauft. Ich will die mal testen. Die kostet gerade mal 1,99 Euro. Und vielleicht nehme ich euch mit dabei. Das gibt natürlich jetzt nicht so ein mega langes Video. Aber für 1,99 will ich die mal testen. Das ist eine Tönung. Ich benutze ja sonst immer von, boah, ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Dieses Perfect Mousse. Aber irgendwie wäscht sich das auch total schnell raus, denn dann könnt ihr auch gerade eine Tönung benutzen. Ich habe extra dunkelbraun genommen, weil ich mag das gerne dunkel. Das werde ich austesten. Ihr werdet das auf jeden Fall zu sehen bekommen. Und, fast hätte ich was vergessen, boah Leute, ich sitze schon die ganze Zeit hier auf diesem Stuhl und mein Allerwertester, die tut gerade sowas von weh. Hätte mir auch einfach mal ein Kissen unterlegen können. Und zwar gab es hier neu ein Rasieröl. Das will ich auch mal austesten und irgendeiner hat mir gesagt, ja, das ist gut. Werde ich auch mal austesten, weil der Schaum, den man sich oft aufträgt, der Rasierschaum, wenn da Wasser dran kommt, dann ist der immer weg. Das frischt mich schon ein bisschen auf und deswegen habe ich mir das hier gekauft. Das riecht nach Oregano. Was ist denn das? Das ist ja voll interessant. Naja, ich pumpe mal, um zu schauen, ob das wirklich... Oh Gott, na Oregano, wie ekelhaft. Komm, raus. Nee. Doch, Mann, das riecht ein bisschen wie Oregano. Was ist das denn? Aber auf jeden Fall ist es ein Öl. Ich werde es austesten. Dazu gibt es wahrscheinlich kein Video. Wenn ihr das wissen wollt, schreibt mir gerne auf Insta. Schreibt mir hier, schreibt mir überall, wo ihr wollt. Ich werde euch berichten, wie die ganzen Produkte so sind. Ich würde sagen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich mega freuen. Und ich würde sagen, bleibt schön gesund. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.